Ja Mensch, liebe Zuschauer, wie ihr sicherlich wisst, steht die Gamescom kurz bevor und quasi in den Startlöchern und man wird es nicht sehr verwunderlich finden. Ich bin auch wieder am Start und zwar am Dienstag und am Mittwoch, sprich am Fachbesuchertag und am ersten öffentlichen Tag der Messe. Und ich bin da dieses Jahr tatsächlich auch mal in offizieller Funktion als Kanalbetreiber quasi unterwegs, habe ein paar Termine vereinbart mit einigen Publishern und werde mir dort dann dementsprechend die neuen Spiele von denen anschauen, zeigen lassen, vielleicht ein wenig selber spielen und den ein oder anderen Entwickler oder anderen Zuständigen eventuell mit Fragen nerven können. Und das ist auch eigentlich der Grund dieses Videos. Denn wenn ich Fragen stelle, kann ich natürlich aus meiner Sicht Fragen stellen. Allerdings hilft es natürlich auch, wenn ich Fragen aus der Community höre. Und dementsprechend seid ihr jetzt dazu aufgerufen, zu den nun folgenden Spielen eure Fragen, falls ihr welche habt, in die Kommentare zu schreiben. Denn dann kann ich die eventuell mitnehmen und quasi den Leuten dort zeigen, sagen, hier, die Leute würden gern wissen, X, Y, Z. Und dann antworten sie oder sie lassen's oder sie hauen mich oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das eine intelligente Machweise, um daran zu gehen. Und zwar handelt es sich bei den Spielen, die ich mir anschaue, um zwei Spiele von Calypso höchstwahrscheinlich, nämlich um Tropico 6 und Dungeons 3. Also wer Fragen dazu hat, diese Fragen bitte in die Kommentare schreiben. Dann bin ich bei THQ Nordic und schaue mir dort Spellforce 3 und Die Gilde 3 an. Also Fragen dazu auch in die Kommentare bitte. Dann bin ich bei Paradox Interactive und schaue mir ein wenig Surviving Mars an. Das ist also auch mit in dieser Partie zu fragen. Und das Wichtigste, was für euch wahrscheinlich auch am interessantesten ist, ist, ich führe ein kleines Interview mit jemandem von Creative Assembly zu Total War Warhammer 2. Und da möchte ich natürlich auch gerne wissen, was würdet ihr gerne wissen von diesem Typen über Warhammer 2, vielleicht auch generell über Total War. Haut es mir in die Kommentare rein. Vielleicht sieht man auch den einen oder anderen bei der Gamescom. Ihr könnt mir das ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vor Ort seid. Vielleicht kann man sich dann ja irgendwie mal kurz auf einen kleinen Schnack treffen. Und ja, das wäre es von meiner Seite aus mit diesem kleinen Video. Man sieht sich dann entweder bei der Gamescom oder beim nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.